Was geht, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr es seht, die Web-App Food 22 ist draußen. Es ist der 24.09. am 22. ist es, glaube ich, online gewesen. Und natürlich habe ich mal geschaut, mit welchen Spielern kann man gut traden. Und ich habe für euch einen Trading-Tipp, nämlich die Silbermethode. Ihr macht mit dieser Methode zwischen 30 und 50k nur in einer Stunde. Also finde ich sehr, sehr gut. Klar, da gibt es welche, die wollen 100, 200k in einer Stunde machen. Dazu komme ich in den nächsten Videos. Aber ich sag mal, für die Anfänger, für die Fortgeschrittenen macht ihr da am Anfang nicht viel falsch. Ihr seht, ich habe schon 20k gemacht und ich habe da eigentlich nicht viel Aufwand reingesteckt. Aber noch mit der Companion App die Spieler immer wieder reingestellt. Ihr seht schon, etliche sind schon verkauft und etliche sind auf der Liste. Ja, was genau meine ich? Wie stelle ich das ein? Ich mache hier auf Silber, mache hier Gebotspreis maximal 350, gehe auf die Suche und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, was bei den Silberspielern immer auffällt, psychologisch sage ich mal auffällt, das Auge, nämlich hier bei den Silberspielern, wenn der Spieler über 73, also über 70 allgemein ist. Zum Beispiel, er hier fällt auf, er spielt auch, ich sag mal, Lens ist in der ersten französischen Liga, ja, er ist auch Österreicher, hat gute Werte, natürlich kaufen wir den nicht sofort, sondern bieten wir. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch im Preisvergleich immer schauen, wie viel er wert ist. Wir sehen es hier, er ist aktuell für 1100 mit dabei. Also wir achten immer so drauf, dass wir wirklich Minimum 700, 800 Gewinn machen. In dem Fall machen wir jetzt halt nicht so viel Gewinn. Aber ich sag mal so, wurden wir auch jetzt halt überboten quasi. In der Regel macht ihr mit diesem Trading-Tipp bei einem Spieler Minimum 1k Gewinn. Also circa, sage ich mal, kann auch sein 800 Coins sein oder 1200 oder sogar noch mehr. Da gibt es echt sehr viele gute Spieler, die man da sich ergattern kann. Also wie gesagt, solche Spieler hole ich dann zum Beispiel. Ich schaue halt immer auf die Liga auch. Zum Beispiel hier, er spielt in der Super League. Also da gehen schon etliche Spieler gut weg, auch in der türkischen Liga. Und natürlich auch in den Top 5 Ligen sind die auch sehr viel wert. Wir schauen hier nochmal 10k, 10k, 2200, 2100 und hier zwei Stück für 800. Zum Beispiel bei diesem Spieler hier, ich bin sicher, dass diese zwei hier verkauft werden. Also einmal für 800, einmal für 700, dann ist der quasi der günstigste. Deswegen orientiert euch immer nicht an dem günstigsten, sondern an den zweit- oder drittgünstigsten. Das ist quasi der Trading-Tipp. Bei solchen Spielern biete ich, zeige euch nochmal, dass es auch sehr gut hier klappt. Die Goldspieler, das ist nochmal eine andere Trading-Methode, das zeige ich euch in einem neuen Video. Zum Beispiel hier, ab hier fängt es an. Ihr habt zum Beispiel ihn hier, diesen Aido, für 500 oder so gekauft. Ihr seht es für 1900 verkauft. Und die Spieler gehen zu 90% für den Sofortkaufpreis weg. Hier zum Beispiel in dem Fall haben wir eine Ausnahme, aber hier Sofortkaufpreis, hier Sofortkaufpreis, hier Sofortkaufpreis. Also ihr seht, die Spiele habe ich hier alle maximal für 500, 400 Coins gekauft und ihr seht, ich habe mit jedem einzelnen Spieler um die 1k Gewinn gemacht. Das sind hier, wenn ich mal runterscroll, also das sind ungefähr, keine Ahnung wie viel, 15 Spiele, das sind ungefähr 15k, nur reines Gewinn. Deswegen, wenn ihr dann zum Beispiel die Liste auch voll habt, ich habe zum Beispiel hier 54 Spieler, ich zeige euch nochmal meine Liste, die habe ich noch nicht reingestellt. Hier sind sehr viele Silberspieler, die ich so ungefähr reingetan habe. Wenn ich ein Spiel auch reinstelle, schaue ich auch mal gerne beim Preisvergleich, wie ist sein Wert aktuell. Zum Beispiel, das passt ja auch an, weil es macht keinen Sinn, wenn er hier zum Beispiel für um die 1k weggeht und ich ihn für 2000 reinstelle, macht keinen Sinn. Keiner kauft den Spieler. Deswegen, wenn ihr, bevor ihr einen Spieler kauft und euch unsicher seid, schaut auf den Preisvergleich und auch natürlich, wenn ihr ihn reinstellt. Und achtet auch darauf, dass ihr ungefähr 1k Gewinn macht. Weil dann lohnt sich auch dieser Trading-Tipp. Ihr seht es hier, 20k gemacht, keine Ahnung, in einer Stunde oder sowas, in zwei Tagen, ohne Aufwand. Und das Beste ist auch bei diesem Trading-Tipp, ist einfach sehr easy. Und ihr könnt dann auch mit der Companion-App einfach die Spieler wieder ganz normal reinstellen. Und wenn ihr das auch öfter macht, dann verkauft ihr auch öfter Spieler. Also diese 22 Spieler habe ich innerhalb von 2-3 Stunden, sage ich mal, verkauft. Das ist jetzt, ich war heute nicht viel online, war in der Arbeit. Deswegen, aber wenn ihr dran bleibt nach der Arbeit oder wenn ihr am Wochenende dann auf dem PC hockt, dann könnt ihr auf jeden Fall diesen Trading-Tipp machen. Ist sehr, sehr empfehlenswert, ist ein sehr, sehr guter Trading-Tipp. Deswegen versucht auch diesen Trading-Tipp auszuprobieren. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat oder ob ihr was zum Ergänzen habt. Lasst einen Daumen da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Würde mich freuen, wenn du auch diesen Kanal abonnierst. Es werden weitere FIFA 22 Videos kommen. Es ist sehr, sehr viel in Planung, sei es Karriere, Modus, Ultimate Team, Pro Clubs und so weiter und so fort. Deswegen abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch weitere Videos nicht verpasst. Und ciao, bis zum nächsten Mal.